Hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks mit dem T-44 mittleren Panzer, gespielt von Valley 98 auf der guten Siegfried-Linie. Jetzt sind wir nochmal gespannt, was der Valley uns hier so zeigen kann. Es wird eine kleine, feine Runde. Als Verteidiger hier auf jeden Fall schon mal agierend und Top-Tier, das kann man schon mal sagen, sind schon mal gute Werte. Ich selber bin ja auch lieber Verteidiger als Angreifer, muss ich selber gestehen. So, Valley ist hier, der hat den Himmel für sich entdeckt. T-44, ein sehr vernünftiger Panzer, also gerade sehr solide, sehr in allen Belangen vernünftig. Also jetzt nichts, wo man jetzt sagen kann, riesengroßen Schwächen hier und dort, sondern man kann ihn definitiv spielen. Und er fährt jetzt hier gleich aggressiver nach vorne. Und mal schauen, was er da jetzt hier so treibt. Da rechts hätte er schon die... Boah, die ISO und sie prallt ab. Hast du ein Glück, mein Freund. Die ISO prallt ab. Hat zwar nur die kleine Kanone drauf. Aber sei es drum. Hat immer noch 225 Durchschlag. Er kann hier schön weiter reinhalten. Jetzt muss man aufpassen, wenn er die zu sehr... Oh ja, vielleicht auf den Deckel. Ah ja, wirklich. Jetzt hat er noch 15 HP, also viel hat er da nicht mehr. Ein VK hat er da auch noch offen stehen. Ja, einfach mal auf die Kanonenblende geschossen. Scheißegal. Läuft bisher für ihn hier super rund. Muss man ja sagen, wie es ist. Da Kommandant Luke, auch die trifft er. Wahnsinn, 1 Minute 30 und schon 1300 Schaden und das mit einem mittleren Panzer als Verteidiger. Der T-43 wartet da auch noch. Da hat er gleich zwei Ziele, VK, T-43, alles da. Wie im Ausverkauf muss er sich ja fast schon fühlen. Auf seiner Seite läuft es auf jeden Fall sehr rund. Trotzdem steht es 0 zu 2. So, und der T-44, der erste Mal Hit, der nicht trifft. 0 zu 3 allerdings schon. Die ISO ist auch noch am Leben. So, der VK kriegt da nochmal eine Schelle. So, und der T-43 hier auch noch. Das ist ja wie im Selbstbedienungsrestaurant. Das ist ja unglaublich. So, da der nächste wieder geblockt. Und hier seitlich auf den drauf. So, jetzt hat er vom Cromwell den ersten Mal erhalten. So, der Cromwell steht dann nach wie vor. ISO ist tot, deswegen kann er jetzt hier ein bisschen auf den T-43 gehen. Eröffnet sich aber jetzt hier praktisch einen Zwei-Fronten-Krieg, der eher jetzt ungünstig ist, dass er jetzt von rechts und links eingewirkt werden kann. Aber der T-44 bekommt hier was drauf, deswegen kann er auf den T-43 gehen. T-44 kommt nicht drauf, T-43 wird er jetzt rausnehmen. Zack, raus, 7 zu 8. So, jetzt aber, ja, sehr schöner Hit. Da hat der T-44 das gar nicht so überrissen. Ich muss übrigens sagen, ich muss meine Abmoderation hier bei diesem Replay ein bisschen früher machen, weil bei mir stürzt das Spiel in der Regel zurzeit kurz dann, bevor der Endscreen da ist, ab. Und dann würde mir die Aufnahme verhauen. Deswegen da nicht wundern, wenn die Abmoderation nachher etwas kürzer ist. Aber ihr wisst ja, auf was es rauslaufen würde. Weil auch hier haben wir heute eine etwas schnellere Runde. Jetzt fahrt er hier in die Stadt. Da fliegt jetzt mittlerweile alles. Jetzt der Cromwell auch nochmal ins Heck. Aktuell 3400 Schaden. Und leider erst zwei Kills. Das dürften eigentlich, hätte er sich mehr verdient. Naja, warum sage ich es nicht gleich? Da macht er den dritten Kill. Und da vielleicht gleich den vierten. Und da den vierten. So, wo ist der Rest? Zwei Gegner sind noch da. T-34, 85 und der GW Panther, der ist da, steht der T-34. Auf
den kommt er jetzt natürlich super angenehm drauf. Kann hier auch hitten. 3900 Schaden. So, Arti ist offen. Da trifft er den nochmal. Und ich sag jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Er macht leider nur noch den Kill klar. Und trotzdem hoffe ich, hat es euch gefallen, weil der Schaden war sehr beachtlich. Deswegen bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Alcaramba. Und tot.